Dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju. Dativ sa predlozima in, auf, hinta i još po neki. Wo ist das Bild? Gde je slika? Das Bild ist an der Wand. Die Wand. Zid. Die Wand. Znam da je ženskog roda. Zašto je der? U dativu. Znači gde? Dativ. Die prelazi u der. Das Bild ist an der Wand. Sitzt auf dem Stuhl. Sedi na stolici. Sitzt auf dem Stuhl. Ali štul je der Stuhl. Da. Gde sedi? Dativ. Der prelazi u dem. Sitzt auf dem Stuhl. Der Garten ist hinter dem Haus. Bašta iza kuće. Der Garten ist hinter dem Haus. Ali kuće je das Haus. Da. Ali u dativu je dem. Gde? Iza kuće. Hinter dem Haus. Das Büro ist in der Stadt. Kancelarija je u gradu. Das Büro ist in der Stadt. Grad je die Stadt. Ali gde? U gradu, u dativu, di prelazi u der. Der Sessel ist neben dem Sofa. Fotelja je pored sofe. Der Sessel ist neben dem Sofa. Sofa je das. Ali gde? Pored sofe, dativ, das prelazi u dem. Der Ball ist unter dem Bett. Lopta ispod kreveta. Der Ball ist under. Unter dem Bett. Bett je das Bett. Prelazi u dem, u dativu. Gde? Ispod kreveta. Die Frau steht vor der Tür. Gospođa žena stoji ispred vrata. Vor der Tür. Vrata su die Tür, ženskog roda. Ali gde stoji? Ispred vrata. Vor der Tür. I na kraju množina. Der Stuhl steht zwischen den Fenstern. Znači, stolica stoji između dva prozora. Wo? Gde? Zwischen den Fenstern. Dakle, dativ množine, die Fenster prelazi u den. Jeste zapamtili? U šta prelazi muški rod? Der u dem. Ženski di u der. Srednji das u dem. Množina di u den. Dativ.